Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorial. Mein Name ist Michael Novello und heute geht es darum, in Blender einen Plane dazu zu bringen, sich mit der Musik mitzubewegen. Ich habe schon mal den Default Cube gelöscht. Das Massaker muss man sich ja nicht jedes Mal angucken, wenn er gelöscht wird. Wir fügen uns eine Plane ein und skalieren die Plane gleich mal um 5. Und wir werden diese mal unterteilen mit einem Subdivide von 10. Und dann subdividen wir das Ganze nochmal gleich zweimal. So, nun haben wir genügend Vertices, um unseren nächsten Schritt zu machen. Und zwar fügen wir dem Plane ein Material hinzu, gehen auf Texturen, fügen uns eine neue Textur hinzu. Wir belassen das mal bei Cloud. Wir nennen das Ding mal in Disp für Displacement. Und wir können uns hier noch die Color abwählen. Wir brauchen hier keine Beeinflussung dieser Textur auf irgendetwas. Auf diesem Plane. Also diese Textur beeinflusst im Material gar nichts. So, nun gehen wir auf die Modifier und fügen uns einen Displacement Modifier hinzu. Und wählen Sie den Displacement Modifier einfach unter Displacement Textur aus. Und sehen wir, der Modifier hat nun anhand der Schwarz- und Weißwerte der Textur das Mesh verformt. Diese Verformung wollen wir nun dazu bringen, dass sie sich bewegt, und zwar synchron zur Musik. Also können wir erstmal hier noch die Stärke einstellen, geben wir hier mal auf 2. So, und nun machen wir einen ganz wichtigen Schritt. Wir sagen hier Apply as Shape Key. Nun baut Blender hieraus einen sogenannten Shape Key, den ich steuern kann. Unter den Objektdaten, unter Shape Keys, hat Blender nun zwei Shape Keys angelegt: einen Basis Shape Key und unseren nächsten Shape Key, den Displace Shape Key. Wenn ich nun auf den Displace gehe und hier mit dem Value nach oben fahre, seht ihr, dass ich hier bis zu unserem festgelegten Maximalwert, den wir vorhin in unserem Displacement Modifier festgelegt haben, nach oben fahren kann. Das ist dann das Value 1. Und um nachher dem Sound noch die Möglichkeit zu geben, etwas mehr daraus zu machen, sagen wir hier einfach als Minimum minus 1 in Range. Das heißt, der Maximalwert, dass der nach unten und nach oben geht. Also nach unten und nach oben. Okay, gut. Nun, ganz wichtig, hier mit der rechten Maustaste auf das Value gehen und Insert Keyframe. Dann können wir hier unsere Szene mal umstellen, unsere Ansicht, und zwar auf Animation. Und dann sehen wir, dass Blender durch diesen Keyframe hier einen Key gesetzt hat. Und diesem Key geben wir nun die Musik mit. Und zwar unter Key Big Sound to F Curves. Ja, Blender braucht jetzt wieder das Zeit zum Nachdenken. Gut. Habe ich hier ein MP3. Also ich habe hier ein MP3. Und dieses MP3 sage ich nun Bake Sound to F-Curve. So, nun sehen wir, dass der Frequenzgang dieses MP3s dazu benutzt wurde, um hier diese Kurve zu formen. Also eine Bewegungskurve, die an diesen Displacement Key und diesen Shape Key gebunden ist. Nun können wir hier mal mit Shift und Leertaste und der Taste N holen wir uns mal das Ganze in groß und fügen uns nun hier noch einen Modifier ein. Auch hier gibt es Modifiers. Wir benutzen hier den Envelope Modifier und wir sagen hier Add Point. Und wir werden das mal nach oben schieben und nach unten, um unseren Frequenzgang ein wenig deutlicher zu machen. Wir können hier noch die Breite vielleicht etwas ändern.
und des Envelopes mit dem Maximalwert und dem Minimalwert noch anpassen. So. Gut. Jetzt haben wir die Frequenz noch ein wenig sozusagen verstärkt, den Bewegungsgang. Wir gehen hier wieder raus mit Shift und der Leertaste. Und nun, wenn wir uns das Ganze mal abspielen, diese Animation, dann sehen wir, dass sich unser Mesh nach dem Frequenzgang nach bewegter Musik. Allerdings denke ich mir, dass es ein wenig zu kräftig hier ist. Deshalb werde ich das noch ein wenig ändern. Dann fangen wir hier nach unten und hier auch wieder ein wenig nach oben, so dass wir in diesem Envelope bleiben. Wir können das vielleicht noch ein bisschen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Frequenzgang, Maximum, nach oben schieben. So. Gut. Nun bewegt sich unser Mesh der Musik nach. Nun, wir hören aber noch nichts. Hierzu gehen wir mal auf unser Video Editing und sagen hier einfach Add Sound, holen uns wieder unser MP3. Wir müssen natürlich aufpassen, dass der Key, also der Frame, an dem wir den einfügen, ist immer etwas ein wenig versetzt bei mir. Deshalb gehen wir gleich mal hier rein und setzen den Startframe auf 0. Und wenn ich nun wieder auf Animation gehe, und wir können eigentlich gleich mal auf unsere Default View wechseln, und wenn ich jetzt das Ganze mal abspielen lasse, seht ihr, unser Mesh bewegt sich der Musik nach. Natürlich habe ich das jetzt ein wenig zu stark eingestellt. Da bleiben dann die Maximalwerte immer ganz oben und das wollen wir eigentlich nicht so haben. Das korrigieren wir jetzt nochmal, indem wir in der Animation nochmal den Modifier hier entfernen, den nochmal und fügen ihn nochmals hinzu und sind mit den Werten nun ein wenig vorsichtiger. So, das dürfte nun besser sein. Ja, es bewegt sich nun etwas flüssiger. Also, wie gesagt, ist eigentlich sehr einfach. Zeigt ein Plane oder ein Objekt, fügt ein Displacement Modifier hinzu mit einer Textur, Cloud-Textur oder sonst irgendwas, und dann macht ihr einen Shape Key draus. In dem Shape Key wird ein Keyframe gesetzt und dann könnt ihr hier den Sound hinzubacken und im Video Editor dann nur noch den Sound hinzufügen, um ihn hörbar zu machen. Und das ist der ganze Trick dahinter. Man kann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und zum Beispiel sowas bauen. Wenn ich jetzt hier das hier abspiele, so, dann seht ihr, man kann hier auch ganz andere Sachen mitbauen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das hier baut, dann bitte ich euch, einen Kommentar oder mir eine Mail zukommen zu lassen. Dann erkläre ich auch mal, wie man sowas macht. Ist eigentlich auch relativ einfach.
Aber es benötigt ein etwas mehr, ein bisschen mehr Zeit. Und zwei Tutorials zu einem Thema möchte ich eigentlich nicht unbedingt machen, wenn es nicht gewollt wird. So, das war es eigentlich soweit von mir. Übrigens, die Künstlerin, die ihr gehört habt, nennt sich Damaris, kommt aus Peru, ist dort ein relativ beliebter Star, Sängerin, Fernsehstar und hat jetzt auch ein super Projekt gemacht, zusammen mit einem Typ namens Americo aus Chile, um die Verhältnisse zwischen Chile und Peru, die sind immer etwas angespannt, hier ein wenig Diplomatie reinzubringen. Finde ich ein sehr gutes Projekt. Ich mag diese Art von Musik. Klar, kann man hier jede Art von Musik machen, hinzufügen. Natürlich kann man auch hier Heavy Metal oder sonst irgendwas hinzumachen. Höre ich übrigens auch sehr gern. Nur zum Entspannen ist manchmal etwas ruhigeres angebrachter. So, das war es eigentlich soweit von mir. Falls ihr, wie gesagt, falls ihr hier wissen wollt, wie man das hier macht, hinterlasst mir eine Nachricht. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, bitte liked dieses Video und abonniert meinen Channel. Vielen Dank und ciao.